Sag mal, das mit diesen Augenmasken da, ne? Ist das unbedingt notwendig? Warum dürfen wir jetzt nicht sehen, wo wir hinfahren? Das ist eine Überraschung. Aber das ist das. Ich habe keinen Bock auf eure Überraschung. Das ist wirklich. Hat das was mit Höhe zu tun? Ja, wenn ihr entfernt ist, worauf hättet ihr denn so gar keinen Bock heute? Verbundene Augen. Arbeiten. So. Oh, Alter. Einfach mir nach. Ist Klaas, bist du da? Ja, ja, Moment. Ich habe immer das Gefühl, jede Sekunde stoße ich mir den Kopf. Wohin? Ah, so ist super. Klausi? Ja, hier. Ja. Oh, ich bin richtig im Psychostress, ist das für mich. Was ist das? Oh. Was ist das hier? Bitte vorsichtig. Können wir was kaputt machen? Okay, sitzt ihr? Mhm. Ja, offensichtlich. Dann, ciao. Wie ciao? Hallo, Joko und Klaas. Okay, was ist jetzt los? Ihr dürft die Augenbinden jetzt abnehmen. Fuck, Alter, was? Östlich von euch befindet sich der Flughafen von Madeira. Bitte landet dort euren Airbus 320. Alter, was machen wir jetzt? Wo ist denn der Flughafen? Östlich von uns. Siehst du den da irgendwo? Wir machen erstmal etwas irgendeinen Schalter. Oh, oh. Ja, da wird er sein, da rechts. Oh nee, hör mal auf! Dann bist du verrückt, wirklich, lass es. Guck mal! Lass es! Nein. Du hast auch da vorne eine Anzeige. Ich glaube, ich würde schon die Instrumente benutzen. Also, willst du jetzt Musik machen? Wir haben jetzt keine Zeit. Klaus, das wird nichts, bitte. Mach mich alles wahnsinnig. Master Caution, Toga-LK, was auch immer das heißt. Der hört doch auf, da rumzufummeln. Irgendwas muss ich doch machen! Nein, du musst nicht einfach nur machen, damit du auch was tust. Flieg mal gerade, bitte. Oh, oh. Was denn? Oh, oh. Fuck. So, das wird ein Anflug. Den hat man Madeira so noch nicht gesehen. Wichtig ist... Oh. Wichtig ist, cool bleiben jetzt. Ich mach mal die Flaps hier raus, ja? Hör mal auf! Oh, nee. Ich mach's wieder. Ich hab's wieder reingemacht. Ah! Ich hab's wieder reingemacht. Ich hab's wieder... Scheiße! Deine Höhe. Ey, ich kotze gleich. Ja. Nein, wir stürzen ab. Junge, wir stürzen halt ab! Nein, hört's auf. Was sind wir für Piloten? Alter, ich bin aufgeregt. Oh, hallo, ey. Ah, nein, jetzt stürzt man ab. Ja, das war's. Alles klar. Das wird nichts. Oh, oh, oh. Auf der Wiese, bist du wahnsinnig? Naja, aber fast. Hoch. Ich hab mich eingenässt. Ich hab mir nie was gemacht. Nur ein bisschen. Was spannend. Ich vermute mal, lieber Joko, dass wir das jetzt nicht geschafft haben. Haha. Wie ihr bemerkt habt, befindet ihr euch in einem Flugsimulator. Und das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Eure Aufgabe lautet, fliegt erfolgreich von Berlin nach Mallorca. Ihr bekommt natürlich eine kurze Einweisung von einem Profi, aber danach seid ihr vollkommen auf euch allein gestellt. Ihr gewinnt diese Aufgabe, wenn ihr sicher am Flughafen Palma de Mallorca gelandet seid. Wir fliegen jetzt nach Mallorca. Kriegen wir denn auch Pilotensachen? Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Ja, schönen Tag. Uli. Hallo, freut mich, Joko. Hallo, Klaas, hallo. Hallo. Fangen wir mal mit einer kurzen Einweisung an. Gesteuert wird ein Flugzeug generell mit dem Sidestick. Nach hinten ist der Steigflug, nach vorne der Sinkflug. Links, Kurve nach links, ja. Rechts nach rechts. Gefühlvoll. Flugzeug ist sehr, sehr empfindlich. Wichtige Anzeigeinstrumente, Geschwindigkeitsangabe, der künstliche Horizont. Links der Bildschirm ist der Navigationsdisplay. Da wird die Route dann nachher eingespielt. Hier. Ja, alles klar. Das Fahrwerk wird ausgefahren, aber dann sie down, der Hebel ab. Geht nach oben. Ja? Wenn das Fahrwerk sicher ausgefahren ist, habt ihr da oben die drei grünen Lämpchen, da wo Landing geht. Ah. Wenn alles grün ist, ist alles schick. Dann haben wir hier noch eine Einrichtung, da wo dran steht Flaps, Start auf 1 und Landung auf Full. Drückst auf den Knopf und dann hast du die Machtzahl. Ah, ja. Gut, dann haben wir hier noch die Schubhebel. Beide Hebel nach vorne, Vollgas, Climb Thrust, Max Continuous Thrust, das Toga heißt Takeoff and Go Around, also der Maximalschub. Mhm. Automatik haben wir ja nicht im Betrieb heute. Hier fliegt alles manuell. Wäre sonst okay. Zu einfach. Gut, noch Fragen? Nö. Nö. Gut, dann dürft ihr aufstehen. Wir haben eine wunderschöne Uniform für euch unten bereit liegen. Und dann fängt der ernstes Leben an. Siehst du, das ist nämlich wichtig, dass man sich Pilotensachen anzieht. Das ist nämlich unverantwortlich, ohne richtige Pilotenkleidung zu fliegen. Warum? Weil das gefährlich ist. Ich sehe den Boden. Das ist nicht normal. This is my quest to follow the star. This is my quest to follow the star. Herzlich willkommen zurück zu Joko und Klaas gegen ProSieben. Diese beiden Herren kämpfen gegen ihren Arbeitgeber in 6 Spielen an einem Finale.
Das erste konnten sie bereits für sich entscheiden und haben einen Vorteil mit nach Hause genommen. Und die beiden freuen sich so, weil wir mittendrin sind in Spiel 2. Und zwar haben wir Joko und Klaas in einen echten Flugsimulator gesetzt. Joko wollte früher Pilot werden, er ist Idiot geworden. Und wir schauen uns jetzt ganz kurz mal an, wie diese Reise zu Ende geht. Sehr gut. Automatik haben wir ja nicht im Betrieb bei dir. Fliegt alles manuell. Wäre sonst zu einfach. Gut, noch Fragen? Nö. Nö. Gut, dann dürft ihr aufstehen. Wir haben eine wunderschöne Uniform für euch unten bereit liegen. Und dann fängt der ernstes Leben an. Siehst du, das ist nämlich wichtig, dass man sich Pilotensachen anzieht. Das ist nämlich unverantwortlich, ohne richtige Pilotenkleidung zu fliegen. Warum? Weil das gefährlich ist. Ja, da habe ich auf jeden Fall gesagt, ne? Den Vogel bringe ich dir aber locker runter. So, schön nach Malle jetzt erstmal. Ja, aber wir müssen einmal ganz kurz gucken, wer heute den Start macht. Ich start gerne. Start gerne, okay, gut. Ja. Mal Checkliste. Checkliste, bevor Start. Check. Fuel Quantity. Check. Fuel Data. Check. Windows Doors closed. Ja, check. Dann würde ich sagen, sind wir ready for Takeoff. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän Joko Winterscheid neben mir, ebenfalls Kapitän Klaas Alfa Umlauf. Wir begrüßen Sie auf dem Flug nach Mallorca. Heute unsere voraussichtliche Flugzeit, ca. 2 Stunden 30, je nachdem, wie wir es hinkriegen. Vielleicht erwischen wir noch den Jetstream und es treibt uns ein bisschen bis nach Island raus. Aber wir haben genug Kraftstoff an Bord. Wir können zwar mal die Welt umrunden. Ladies and Gentlemen, my name is Joko Winterscheid. I'm captain today. Together with my co-pilot, Klaas Alfa Umlauf, we will fly to Mallorca today. The weather in Mallorca is fine. About 26 degrees, a little bit cloudy. Wie ist die Stimmung da draußen? Kann ich mal was hören? Oh, hey, hey. Ab geht die Fahrt. Wer durch die Hölle will, muss fahren wie der Teufel. Hauptsache, du wolltest nur die Uniform anziehen. Jetzt ist noch alles lustig. 30 Sekunden von jetzt, wenn einmal diese Maschine hier anfängt zu rollen, dann wird alles super stressig. Also einmal noch mal kurz durchgehen. Bei 140 Nase hochziehen. Man darf nicht Nase hochziehen, da kriegt man Kopfschmerzen. Okay, du machst einfach. Engine 1 läuft, Engine 2 läuft. Gehen wir mal los. Full Throttle. Oh, ey, was machst du da? Ich mach uns gerade. Bist du bescheuert? Das muss man doch sagen. Ich starte. In der Mitte, Mann. Du fährst jetzt hier links. Das ist doch keine Autobahn. Ich mach gar nichts. So. Ein Stück. Und. Es wird knapp dahin. Schau, von da. Ui, Alter. Ja. Beautiful. Like a soft start. Ja, like a soft start. Machen wir den mal rein hier. So, ich habe die Flaps auf Null gestellt. Du kannst ein bisschen mehr Gas geben, glaube ich, oder? Oder gibst du Vollgas? Ich gebe doch Gas, jetzt entspannt. Ja, hier kommt mit dir nochmal mit Start. Oh, was? Da hat's geblitzt, das kann nicht sein. Ich melde mich später nochmal. Scheiße. Jetzt geht's hier ab. Tatsächlich, da links hat's geblitzt. Boah, da hat's auch geblitzt. Eine Durchsage machen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Gewitter, was Sie links und rechts sehen, kann uns nichts anhaben. Das geht oben rein, unten raus, falls wir getroffen werden. Ist nicht so schlimm, ist mir schon ein paar Mal passiert. Und ja, halt den Kindern vielleicht ein bisschen die Augen zu. Das ist nicht schön, was jetzt gleich passieren wird. What? Du hast so viel Speed. Alter. Ist denn das Gewitter umfliegen? Da kann ich ja noch nichts dafür. Meinst du, ist hier irgendwas ausgefallen? Nee. Oh, ich glaube, wir fliegen rückwärts. Nee, Moment. Also, alles in Ordnung? Ja. Telefon. Geh mal ran. Alles okay, cool bleiben. Alter, was machst du? Cool bleiben. Wie gehst du da auf die Tasten? Bleib cool, bleib cool. Alter, wir sind im Sturzflug. Alter. Doch, ich sehe den Boden. Das ist nicht normal. Ja, jetzt stürzen wir ab. So sieht's aus. Nee. Ich zieh das Ding hoch. Zieh hoch. Ich stabilisiere. Ja. Alles okay. Ich habe alles unter Kontrolle. Wir bleiben jetzt ganz, ganz cool, okay? Wir haben ja nichts gemacht. Ist alles gut. Keiner hat was davon, wenn wir jetzt Panik kriegen. Du bist ein Ding. Alles gut, pull up. Ich zieh den Vogel hier hoch. Ja, jawoll. Schön. Sehr gut. So,
guck mal, wir gehen wieder hoch. Ja, hier, ja, ist gut. Und wir haben auch wieder Speeds, alles in Ordnung. Machst du super. Ein kleines Gewitterchen, da muss man jetzt durch. Der Kapitän hier nochmal, Sie haben wahrscheinlich auch festgestellt, dass das ein bisschen turbulent gerade war. Aber wie Sie jetzt sehen können, Sun is shining. Vielleicht ein kleiner Applaus für Kapitän Heuwe Umlauf. Weißt du, wie die Leute dich feiern? Danke. Sie lieben mich. Wir machen jetzt einfach Business as usual. Das, was Sie hier gerade im Hintergrund piepsen hören, ist kein Grund zur Beunruhigung. Wir sind zu schnell einfach. Wir sind einfach viel zu schnell unterwegs. Es ist hier. Du kannst nicht einfach alles eins zu eins durchgeben. Ne? Ladies and gentlemen, everything perfect. Wir werden beliebt als Piloten. So, ja. Guck mal, da hinten sind die Alpen, mein Freund. Siehst du den? Oh, wie schön das hier ist. Alles okay. Alles gut, aber... Speed, Höhe. Dual input. Was? Traffic. Oh. Was? Verkehr. Ja, anderes von Flugzeug, wo? Von wo? Guck mal bei dir raus. Nein, hier ist nichts. Monitor vertical speed. Was? Von vorne, von vorne. Nein. Da ist er. Alter. Clear of conflict. Ja! Ganz ehrlich, ich fand das immer bescheuert, wenn Leute geklatscht haben bei der Landung. Aber heute, heute versteht man warum. Ne? Und obwohl es ein Simulator ist, ernsthaft, das ist ein Wahnsinnig. Man hat die Augen überall, ne? Ja. Wie lange haben wir denn noch? Also weit kann er nicht mehr sein. So, wenn mir nicht alles täuscht, mein Freund, gucken wir da vorne raus. Oh, das Meer! Das ist das Meer! Ja, jetzt haben wir es bald. Fängt man jetzt schon an, leicht runterzugehen? Jetzt? Wir sind doch gerade mal hier angekommen. Ja, aber das geht jetzt ja ratzfatz. Jetzt sind wir hier irgendwo wahrscheinlich... Nee, geh doch nicht runter. Was heißt das? Oh. Wir sind Landing SLP. Feuer, wir haben Feuer. Okay, unser linkes Triebwerk ist brennt. Feuer, da. Geht sofort runter. Das ist aber nicht Mallorca hier vor uns schon, oder? Madrid. Ja? Sollen wir da einfach mal landen? Meinst du ernst? Ja, dann sicher. Scheißegal. So, wir gehen jetzt runter hier. Das kann nicht Madrid sein. Madrid liegt doch nicht am Meer. Ist doch scheißegal, wo das ist. Hauptsache, da ist ein Flughafen, Mann. Das wird jetzt hier sportlich, mein Freund. Ja. Halt dich fest. Siehst du ihn da irgendwo? Ja. Da hinten. Okay, ja, let's go. Paco mio, Alter. Finger weg. Ich lande das Ding jetzt. Ja, Landeklappe. Wir sind noch viel zu schnell. Ja, wir machen die jetzt raus. Wir sind viel zu schnell. Wir machen die jetzt raus. Klar, es macht keinen Sinn, dass wir die jetzt rausmachen. Wir sind viel zu schnell. Wir brennen. Wir haben keine Wahl. Warum kann ich denn jetzt hier nicht noch steiler runtersteuern? Ah! Wir werden da drüber fliegen. Wow. Mann, ey, die ganze Zeit so entspannt, ne? Ein bisschen Wetter und dann hast du hier so eine Scheiße. Klausi, wir haben auch gesagt, die Landung mache ich jetzt. Nimm mal einen Wichskribbel da vor dem Ding. Hast du jetzt die ganze Zeit da rumgespielt? Ja. Ich wollte landen. Ich mach das schon. Break. Oh, oh. Pull up. Windy, auf die Landebahn bitte. Durchstarten. Was machst du denn? Es war knapp, wir fliegen nochmal sauber raus. Wir machen es einfach nochmal. Warum Dinger bist du nicht einfach gelandet? Nein, weil es keinen Sinn macht. Bist du bescheuert? Mann, die Leute haben Urlaub gebucht. Wenn wir da landen, haben wir eh verloren. Bis hier haben wir einen sehr guten Job gemacht, beide. Lass uns jetzt nicht kurz vor dem Ziel hier in die Haare kriegen wegen Quatsch. Hättest du nichts gesagt, du hast mich aus meiner Konzentration rausgerissen. Das hab ich nicht. Jetzt hör auf, mir die Schulter zu schieben, weil du sauer bist auf dich und deine Doofheit. Mein Fehler. Alter, ich bin nass geschwitzt, wirklich. Ich bin fix und fertig. Darf ich mal kurz was sagen? Was denn? Wir brennen nicht mehr. Durch unsere ganzen Manöver haben wir offenbar ganz gut gelöscht. Feuer gelöscht. Dann würde ich sagen, ab nach Malle. Gut gemacht, Herr Kollege. Ich flieg mal zurück auf den Kurs. Ist man bald da, oder? Ja. Aber guck mal hier, da ist der Flughafen. Okay, everybody, fasten your seatbelts bitte, bitte anschnallen. Du musst weiter runter, ne? Ich werde dich gleich begeistern. Erstmal wirst du richtig begeistert von mir sein. Halten Schnabel, das schaffen wir. Mann, lass krachen. Was? Was hast du gemacht? Nichts, gar nichts. Ich mach gar nichts. Hä? Aber der hat den hochgezogen. Das macht keinen Sinn. Hoch. Das war wirklich
Sag mir jetzt nicht. Du warst einfach. Doch. Warum? Wir hätten doch nochmal durchstarten können. Wir hätten es doch nochmal versuchen können. Wir haben die Aufgabe nicht bestanden. Nur weil du Bock hattest zu gucken, was passiert. Wir hätten doch einfach nochmal aufs Meer rausfliegen können. Wir hätten einfach nur von vorne anfangen. Du hast nicht einfach gerade das Ding auf den Boden gesetzt. Wir sind 2,5 Stunden in diese scheiß Maschine gesetzt. Und sind den ganzen Weg dahin geflogen, damit du kurz vom Ziel Bock hast, einfach den zu machen? Ich hätte gedacht, dass es jetzt vielleicht ein bisschen rumpelig wird, aber das wird es noch schaffen. So. Das war's, wir haben die Aufgabe nicht bestanden. Let's call it a day, Kollege. Jetzt geht's ab ins Intercity Hotel hier am Flughafen. Dann setzen wir uns jetzt mal hin, trinken noch einen traurigen Jim Beam Cola aus der Dose und das war's. Ich glaub das nicht. Ich war so kurz davor. Was soll man sagen? Ihr habt alles gegeben, aber am Ende hat es nicht gehalten. Ihr habt das Flugzeug gelandet, aber nicht so, wie man es landen sollte. Mir wurde es ein bisschen falsch ausgelegt. Also ja. Was man jetzt vielleicht da nicht so mitkriegt, es war völlig außerhalb jeglicher Realität, dass wir dieses Flugzeug hätten landen können. Aber Joko, der saß diesem Irrglauben auf, dass wenn er jetzt noch mal durchstartet und noch mal über halb Frankreich fliegt und dann wieder zurückkommt, dass er dann vielleicht ein bisschen geiler reinkommt in die Einflugschneise. So. Und das dauert halt alles. Ich wollte los. Und, es hält, ja, aber lass, und ich glaube, dass das der wahre Grund ist. Ne? Das war, du wolltest los, aber du hast die Maschine gelandet. Nein, aber anders macht es keinen Sinn. Du wir hätten nicht einfach noch eine Runde über Malle fliegen können. Wir hätten diesen Land. Mann, dann macht man es halt 3-4 Mal. Wir hatten noch Sprit, wir hatten noch keinen Stress. Perfektes Teamwork. Es wäre auf keinen Fall hätte das geklappt. So. Und das Einzige, um diesen Tag und auch um diese Situation zu beenden, da habe ich das einzig Richtige getan. Man hätte es nicht geschafft. Du bist doch kein Pilot und kannst auf einmal Flugzeuge landen. Das ist ja echt dann in dem Moment. Wer weiß.